Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice. In der letzten Folge sind wir hier irgendwie in dieses... dunkle Ding. Ja, toll, du Arschviech, ernsthaft. Geht darum, dass es da hinten angeblich ein Item gibt. Das mag ich holen. Na ne, jetzt schon wieder von da an. Halleluja. Ich weiß auch noch nicht, was uns dieses Item bringt. Ja, das war jetzt auch ziemlich viel Glück dabei. Dass wir da so unbeschadet durch sind. Lass mich da doch durch. Das gibt's doch nicht! Ja, wir sind dort relativ flott, aber... kann doch nicht sein, dass ich an dieser deppten Schlange da nicht vorbeikomme. So. Oder
das könnte ich jetzt mal probieren. Hahaha, Idee. Und zwar haben wir ja jetzt. Ich muss diese blöde Schlange dazu bringen, dass sie mich da nicht runter hat. Wird mir nichts bringen. Aber wir haben jetzt erst mit dieser Alten gesprochen, mit irgendwas mit einer Frucht. Vielleicht ist das genau das, was wir jetzt hier bekommen würden. Gibt es nicht. Gut, jetzt habe ich noch eine Idee. Das, was ich nämlich eigentlich jetzt machen wollte, ich probier's. Gut gemacht, ja. So. Entschuldigung. Na. So. So, da ist das Ding aus der Wand raus. Ich sag's euch, dieser Affe ist nicht umsonst hier. Perfekt.
Gut. Da kann ich wahrscheinlich nichts machen. Ne, ich glaube, da kann ich nichts machen. Na dann mag ich den Reisestein da, oder wie er heißt. Haben Figuren. Besuchte Figur. So. Jetzt kann ich hier. Nämlich schauen, was die Alte sagt. Ob das vielleicht genau das war mit der Höhle der Frucht. Gut. Wo war denn die? Hier. Keinen Plan, warum ich diese Frucht habe, aber ich habe sie. Da unten ist jetzt nichts mehr. Halte die Glocke und lege den K. Halte die Glocke und lege den Köder aus. Noch was gefunden, wo ich keine Plan habe, was es ist. Aber ich weiß, dass es noch einen Riesenfisch als Boss gibt. Vielleicht braucht man dafür das. Schau mal, da ist irgendwas. Ja, weil so ist hier. Na, no, da ist sonst nichts. Ne. Ich war hier aber definitiv falsch. Wo ich ja eigentlich hin wollte, ist zum dritten Kopflosen. Oder nicht zum dritten, zum nächsten Kopflosen, sagen wir mal so. Dann war das. Nein. Nein.
Hier geht jetzt dann. Welche Richtung habe ich da müssen? Da sind wir richtig. Hier war irgendwo. Und dort vorne. Wenn der auch genau gleich geht. Geht. Geh weg. Weg, 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 weg.
Fuck off, Alter! Weil jetzt muss ich wieder deppers farmen gehen. Achso! Jetzt muss ich wieder was farmen gehen. Naja. Das war einfach nur peinlich. Aber eigentlich sind diese Kopflosen nicht schwer. Gut, dann machen wir jetzt noch 5 Minuten Farmen. Was haben wir dann in dieser Folge gemacht? Wir haben die Frucht geholt. Wir haben den einen Kopflosen einmal probiert und versagt. Und wir farmen ein bisschen von diesen göttlichen Konfettis. Ich weiß, das sind jetzt gerade ein bisschen unspektakuläre Folgen. Aber wie gesagt, ich würde ganz gerne so viel wie möglich noch machen, bevor ich wenn ich schon hier bin, kann ich natürlich auch gleich wieder Gold farmen. Habe ich dann auch noch einen Gott, also einen Kopflosen, nicht Gottlosen. So. Ich habe eigentlich nicht zuerst nochmal mit dem Wasser, vor dem habe ich ein Also der hätte jetzt zumindest Konfetti haben können, wenn ich mal auch an Jesel schuld bin. Alter! Yeah.
Weil wie konnte ich eigentlich jemals irgendeinen Gegner fertig machen? Wenn ich sogar bei denen da scheiter. Aber gut, ich werde euch jetzt hiermit auch verschonen. Eine Runde machen wir noch. Und dann werde ich ein bisschen farmen. Und genau, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder, wenn wir wieder den Kopflosen farmen, also versuchen. Ich werde ziemlich sicher zuerst den anderen machen, also genau diesen in der Höhle. Den ich mich jetzt gerade geärgert habe, dass ich ihn nicht geschafft habe. Und erst dann werden wir den da unten im Wasser machen. Gut, mit diesem Kill sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und Baba.